Müssen wir die Erde verlassen? Die Ressourcen werden knapper. Der Klimawandel setzt der Erde zu Überbevölkerung, Umweltverschmutzung. Stephen Hawking sagt, ja, wir müssen weg. Aber wohin? Wunschthema bei WhatsApp. Terraforming. Wie können fremde Planeten für uns Menschen bewohnbar gemacht werden? Der Mars beispielsweise als eine zweite Erde und das innerhalb weniger Jahrhunderte. Wie das gehen soll und wie realistisch das wirklich ist, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Der Mars ist tatsächlich ein Planet, auf dem Leben zumindest theoretisch vorstellbar ist und das aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise hat er zumindest eine dünne Atmosphäre, die vor kosmischer Strahlung schützt. Zum anderen sind dort die Temperaturen hinnehmbar und es gibt genug Sonnenlicht, das man nutzen könnte. Zudem ist der Tag-Nacht-Rhythmus auf dem Mars dem der Erde sehr ähnlich. Ein Tag auf diesem Planeten dauert 24 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden. Natürlich können Menschen nicht einfach so ohne technische Hilfsmittel hierhin umziehen, aber im Vergleich zur Venus ist der Mars ein Paradies. Das sagen zumindest die Verantwortlichen des Projektes Mars One, die schon in naher Zukunft Menschen für immer auf dem Mars siedeln lassen wollen. Wir hatten ja darüber berichtet. Doch fest steht auch, ohne technische Hilfsmittel ist ein Leben auf dem Mars unvorstellbar. Das Stichwort der Science-Fiction-Literatur: Terraforming, um den öden, trockenen Mars quasi in eine zweite Erde zu verwandeln. Es gab Zeiten, in denen der Mars wohl warm war und tatsächlich auch flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche hatte, doch seine Atmosphäre und das Wasser sind vor etwa 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahren verschwunden. Zum einen liegt das an seiner geringen Masse, zum anderen fehlen ihm ein heißer Kern und ein Magnetfeld, das ihn schützen könnte. Und so ist der Mars ausgekühlt, denn der Sonnenwind konnte ihn ungehindert angreifen und ihm seine Atmosphäre nehmen. Das Wasser verdunstete zum Teil, der andere Teil versickerte wohl in tiefere Schichten und um den Mars wieder lebensfreundlicher zu machen, bräuchte er eine dichtere Atmosphäre, die sich atmen lässt. Die Temperatur auf seiner Oberfläche würde sich dann erhöhen und Wasser könnte in flüssiger Form existieren, unabdingbar für Leben auf dem Mars. Zudem würde der angesammelte Wasserdampf in der Atmosphäre für einen Treibhauseffekt sorgen, sodass sich die Temperatur weiter erhöht. Klingt alles ziemlich easy, ist es aber in der Realität dann doch nicht? Oder etwa wohl? Es gibt verschiedene Ideen. Mikroorganismen könnten mit ihrem Stoffwechsel die Atmosphäre des Mars für uns optimieren. Man könnte das Eis durch gezielte Asteroidenbombardements schmelzen lassen oder aber mit Spiegeln in seiner Umlaufbahn seine Oberfläche aufheizen. Aber es gibt nicht nur kurios klingende Visionen, sondern tatsächlich auch wissenschaftliche Studien dazu. Der Fachbegriff hier: Ekopoiesis. Der Knackpunkt ist wohl tatsächlich in erster Linie die Erwärmung des Planeten. 1984 schlug der Physiker James Lovelock Treibhausgase in die Atmosphäre zu bringen vor, sogenannte Perfluorcarbone, PFC. Hunderte Produktionsanlagen, so groß wie Autos, ließen dann die Mars-Oberflächentemperatur innerhalb von 100 Jahren um 20 Grad steigen. Lovelocks Berechnungen von minus 60 Grad auf minus 40 Grad Celsius. Das CO2 aus den Polen würde in die Atmosphäre übergehen. Als Treibhausgas würde es für eine weitere Temperatursteigerung sorgen auf etwa plus 20 Grad Celsius innerhalb von 600 Jahren. Ja, schnell geht das wirklich nicht. Das Wassereis würde sich verflüssigen, was die Bildung von Meeren und Seen zur Folge hätte. Durch einen hohen Atmosphärendruck würde die Verdunstung verhindert werden. Innerhalb einiger Jahrhunderte wäre der Mars also warm und feucht, relativ perfekte Lebensbedingungen. Nötig wäre dann noch für uns Menschen ein Sauerstoffatemsystem, etwa so wie Taucher sie nutzen. Doch perfekter wäre es natürlich, wenn sich das CO2 in der Atmosphäre sogar in Sauerstoff umwandeln ließe. Die Idee: Algen, die viel CO2 aushalten. Dadurch könnten dann auch Pflanzen auf dem Mars gedeihen. Doch leider ist die Photosynthese der Pflanzen zu diesem Zwecke nicht wirklich effektiv. Schätzungen zufolge würde es 1 Million Jahre in Anspruch nehmen, das CO2 des Mars in so viel Sauerstoff zu verwandeln, dass wir dort atmen könnten. Würmer und Insekten könnten schon deutlich früher auf dem Mars leben als wir. Doch das große Aber: würde die so entstandene Marsatmosphäre überhaupt bestehen bleiben? Würde nicht wieder eine Erosion durch den Sonnenwind stattfinden? Diese ganzen Prozesse sind noch lange nicht ganz verstanden, doch vermutlich würde die Atmosphäre erstmal für eine Zeit bestehen bleiben. Eine dauerhafte Lösung allerdings wäre dieses Terraforming des Mars nicht. Das Ganze zeigt uns einmal mehr, dass wir bislang nicht wirklich eine Alternative zu unserer Erde als Lebensraum haben. Wieder ein Grund mehr, etwas besser
auf sie aufzupassen, um unseren Planeten und somit auch uns noch lange zu erhalten. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Marsbesiedlung, da ist ja einiges im Gange, und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr als erstes von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Goodie für euch. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. 1000 Raketen zum Mars, das sind ja die Pläne von Elon Musk. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.